19. November 2022. Wir haben es genau 18.15 Uhr. Herzlich willkommen zum 8. Spieltag in der zweiten Handball-Bundesliga. Spitzenspiel, Topspiel hier in der Klingenhalle in Solingen, der Tabellensechste mit 10:4 Punkten. Der HSV Solingen-Greffrath empfängt den Tabellenführer. Frisch auf Göppingen. Verlustpunktfrei mit 12:0 Punkten auf Platz 1. Und links neben mir begrüße ich jemanden, der eigentlich rechts, nicht neben mir, aber auf dem Spielfeld unterwegs ist. Und da hätte ich sie heute viel lieber gesehen. Aber sie ist ein bisschen krank und aus dem Grunde freue ich mich halt doch, dass sie hier ist. Hanna Kapp, moin moin. Hallo, herzlich willkommen. Danke für die liebe Einführung. Ja, Hanna, Göppingen, 12:0 Punkte. Ich glaube, viel mehr brauchen wir nicht sagen zum Spiel, ne? Ja, das wird ein Brett, aber mal sehen, was drin ist. Ihr habt nicht nur du bist verletzt, sondern einige andere sind auch angeschlagen. 9 Feldspielerinnen, glaube ich, ja. Aber aktuell. Wie sieht es hinten raus aus? Reicht's? Ja, ich glaube, wir sind, oder wir können ja immer sehr durch unsere Physis, durch unsere Schnelligkeit, deswegen sind wir da, glaube ich, schon belastbar. Und das kriegen wir hin. Gut, dein Wort in Gottes Gehörgang. Ja. Ich bin da guter Dinge. Ich hatte übrigens ein sehr positives Gefühl vor dem Spiel. Ich will nicht hoffen, dass mich das täuscht. Und ich glaube, Zuschauer sind auch einige da. Ich würde mal so sagen, 350, 400 Zuschauer. Vielleicht kommen noch 3, 4 mehr. Göppingen hat übrigens auch ein paar Fans mitgebracht, ja. Die mit Trommeln ordentlich unterwegs sind hier. Und bis nach Göppingen sind es halt doch ein paar Kilometer, ne? Ja, einig. Also ich habe vorhin mit der Clara Schlegel gesprochen. Die sind immerhin auch um 10 Uhr heute Morgen losgefahren. Also schon ein paar Kilometer zurückgelegt. Ja, wir harren der Dinge, die da kommen. Die beiden Schiedsrichter der heutigen Partie, das sind die Gebrüder Daniel und Sebastian Halbach. Die werden hier heute das Spiel leiten. Anwurf hat Göppingen, die in dieser Saison mehr als einmal gezeigt haben, wozu sie fähig sind. Unter anderem auch im Pokal gegen Zwickau, ne? Auf jeden Fall. Wo sie knapp nur mit 2 Toren verloren haben gegen den gestandenen Erstligisten. Und die Göppinger machen hier schon ordentlich Pack unten. Mal gespannt, welche Trommeln heute lauter sind. Werden wir sehen. So, technischer Fehler, Göpping, Ballbesitz, Wechsel. Der HSV beginnt mit Nanny Reinhardt auf der Mitte, Lara Karatanassis halb rechts, Merit Müller rechts außen, Vanessa Brandt halb links, Sissy Pence auf links außen, Tashi Krückemeier im Tor. Und der HSV geht in Führung. Schönes Tor von Lara Karatanassis, 1:0. Ja, schöne Parade von Tashi. Möglichkeit hier mit 2 Toren in Führung zu gehen. Harzfehler. Gut gedacht. gut gedacht, aber ich glaube, war ein Harzfehler. Ja, wahrscheinlich. Also, Deckung steht gut bei uns. Bisher ja, sehr beweglich auf den Beinen. Und Göppingen tut sich gerade
schwer. 2 Minuten 15 gespielt. Noch kein Tor für die Frischauffrauen. Dashi hält. Freiwurf gibt es nochmal. Aber der Zeitarm ist oben. Also maximal 4 Pässe noch. Aber schöner Treffer. Sehr stark. Durch die Nummer 78, Paulina Ucinovic. Carina Sennel am Kreis hatte ich eben vergessen. Aber die stellt sich halt auch von selber auf, weil Dela auch. Genau, weil wir im Moment nur eine Kreisläuferin, genau, eine etatmäßige Kreisläuferin haben. Ah, bei die Reinhardt knapp am Kasten vorbei. Freiwurf. Minuten jetzt genau gespielt, 1:1. Der Spielstand. Ja, und Göppingen sehr offensiv und auch sehr aggressiv unterwegs. Oh, schön. Ja, schöner Pass von Vanessa auf Sissy Pants. Aber die scheitern an Olivia Kaminska. Ballbesitz Köpping. Sehr schöne Parade. Ja, zweite Welle läuft noch. Mandy Reinhardt scheitert. Zwei Minuten Zeitstrafe gegen Marlena Urbanska. Derek Müller scheitert. Bisher ein Spiel der Torhüter. Ja. Ja, 2 Tore in 5,5 Minuten. Das dürften 3-4 mehr sein, aber wir sind da guter Dinge. Da wird sich da einiges bewegen hier. Ja, schön durchgesetzt. Im 1:1 die 2 Selina Kalmbach mit dem Treffer auf Führung für Göpping. Bei Überzahlspiel HSV. Sehr schön. Ja, genau. Sehr schön durchgesetzt. Von Lara Karatanassis. 2:2 Ausgleich. 30 Sekunden noch in Überzahl. Und bei Göpping ist der oder die Keeperin draußen. Also 6 gegen 6.
ein bisschen nervöser Beginn, glaube ich, so auf beiden Seiten, ne? Ja, total. Beide tasten sich noch ein bisschen heran. Ja, und erneut Parade von Tashi Krückemeier, Ballbesitz für den HSV, der mit der Möglichkeit, über die zweite Welle in Führung zu gehen. Sissy Pan, ja. Diesmal macht sie es besser. Sehr schön. 3-2. Ja, Sissy auf links außen stellt sich von alleine auf, ne? Lucy Jürgens, die zweite links außen im Team des HSV. Verletzt am Fuß, glaube ich, ne? Nee, am Knie. Oder genau. Am Knie. Nächste Parade von Tashi, die ganz stark beginnt in den ersten 8 Minuten. So ein bisschen griechisch-römisch. Ja. Zumindest mal technischer Fehler beim HSV, Ballbesitz und Möglichkeit zum Ausgleich für die Frischau Frauen. 9 Minuten gespielt, 3-2 noch die Führung für den HSV. Innenpfosten raus. Das Glück des Tüchtigen. Genau. Göpping mit ein bisschen Pech. Oh, schöner Pass auf Merit Müller. Die verwandelt. 2 Tore Führung. Für Solingen 4-2. Ja, die Fans befeuern sich hier gegenseitig. Schöne Stimmung in der Halle. Auf jeden Fall. Das könnte noch hitzig werden. Ja. Schönes Anspiel an den Kreis. Da trifft Luisa de Beres zum Anschlusstreffer. 4-3. 10 Minuten jetzt genau absolviert. Mandy Reinhardt, schön im 1 gegen 1 erfolgreich. 2 Tore Führung erneut für Solingen. Ja, das machen wir bisher gut. Wir unterbinden gut die zweite Welle von Göpping auf, was sonst auf jeden Fall eine Stärke von ihnen ist. Erneut schönes Anspiel auf die Nummer 20 auf De Bellis und die erneut mit dem Anschlusstreffer zum 5-4. Super von Vanessa angespielt auf Mandy Reinhardt, die versenkt zum 6-4. Und im Gegenzug sind die Frischau Frauen über Leonie Patorra erfolgreich. Oh, Vanessa Brandt
zeigt, dass sie ebenfalls ordentlich Dampf im Ärmel hat. 7:5, 2 Tore Führung erneut für den HSV. Und im Gegenzug, jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Ja, absolut. Die drei, Lisa Borutta, die bislang beste Torschützin auf Seiten der Frischauf-Frauen mit dem 7:6. Zeitstrafe gegen die 24. Luisa Scherer. Aber Ballbesitz für Göpping. Zeitarm der Schiedsrichter nach oben. Das ist Göppings Stärke. Die sind im Rückraum überall so stark besetzt. Ja, Lisa Borutta. Aber wir können uns auch nicht beklagen mit Vanessa gerade, die im Gegenzug. Der war daneben. Ach, der war daneben. Oh. Mein Alter, meine Augen. Ne? Geht halt rückwärts. Also es bleibt beim 7:7, 14 Minuten gespielt, Göpping im Angriff. Da geht Frischauf auch erstmalig in Führung durch die Nummer 20, Luisa de Bellis, 7:8. Vanessa brannt aufs leere Tor. Diesmal macht sie es besser. Der war noch drin, oder? Ja, der war drin. Sehr schön gesehen von Vanessa, ja, dass da die Torfrau noch nicht im Tor wieder zurück war. 8:8. Von Sissi verteidigt. Ach, super schönes Anspiel. An den Kreis. Göpping geht in Führung. 8:0. Der Bell ist bisher mit einem richtig guten Spiel. Schön durchgesetzt von Betty Reinhardt, Ausgleich 9:9.
Ja, wir hoffen mal, dass das Spiel nicht allzu viele Körner kostet, weil Göpping kann hinten raus sicherlich, die haben wirklich jede Position doppelt gut besetzt und die können sicherlich deutlich mehr wechseln, als es beim HSV möglich ist. Schauen wir mal. Ist richtig, ja. Ja. Lara Karatanassis mit dem Aus. Ne, mit der Führung. FC. So ist es richtig. Schön gehalten, eigentlich von Tashi, aber dann ist der Abpraller bei Luisa de Bellis. Und die lässt hier heute gar nichts anbrennen, 11 beide. Schön gespielt. Jule Polsch, aber der Abpraller bei Mandy und nochmal eine schöne Parade von Olivia Kaminska. Also es bleibt dann 11-12. War natürlich auch zweimal überragend gehalten, ne? Auf jeden Fall. Oh. Luisa Moroder mit der Führung für Göpping. Ja, Lara über den Kasten. Ballbesitz Göpping. Wir müssen uns wieder ein bisschen sammeln. Ja, jetzt kriegen wir auch die Auszeit. Ja, ich glaube, richtige Entscheidung von Keke Recktäler. Hier mal kurz ein bisschen Ruhe reinzubringen ins Spiel. Ja, zu Beginn würde ich sagen, leichte Vorteile beim HSV und aktuell leichte Vorteile bei Göpping. Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir es wieder schaffen, den Ball vorne ein bisschen mehr durchspielen zu lassen, wie wir das am Anfang geschafft haben, weil dann sehen wir auch, dass sich die Lücken in Göppings Abwehr ergeben. Und in der Abwehr müssen wir halt uns brutal schnell umdrehen, um die zweite Welle von denen irgendwie zu stoppen. Ja, sind auf jeden Fall fix unterwegs. Und bestrafen eigentlich jeden Fehler. Auf jeden Fall. Pia Adams jetzt auf dem Feld für Lara Karatanassis. Also im Rückraum von links nach rechts Vanessa Brandner, die Reinhardt, Pia Adams.
Zeit aber ist oben. Ist ja gerade angezeigt, ein Pass noch. Ich habe es auch nicht genau gesehen. Ich glaube nur noch einer. Ja, dann wird Pia jetzt auch direkt schießen. Oder Vanessa? Wer oder weiß. Vanessa, ja. Wir lassen uns überraschen. Ja, war halt auch eine ziemlich schwierige Situation. Es bleibt beim 11-13. Freiwurf, oder was gibt's ja? Meter für Köpping. Ecke geahnt. Ecke geahnt, genau. Aber knapp daneben ist auch vorbei. Köpping führt mit 11-14. 7 Minuten 45 noch. Bis zum Halbzeitpfiff. Ja, technischer Fehler von Vanessa. Und der Ball war ein bisschen zu lang und zu genau. Ballbesitz HSV. Zu 15. 4 Tore Führung für Frisch auf. So, Lara ist wieder drin. Genau, für Mandy gekommen. Schöner Treffer von Vanessa Brandt, 12-15. Aber wir sind halt auch über die zweite Welle immer noch sehr fix unterwegs. Ja. 12-16. Wir schaffen da irgendwie gerade nicht mehr den geordneten Rückzug. So kommt Göpping immer wieder zu leichten Toren. Die Reinhardt schon wieder auf der Platte. Zwei Minuten Zeitstrafe gegen die 63. Stefanie Alles. Schönes Anspiel ja, von Pia schön. Auf Carina Sedel. 13-16.
Ja, da war die Lücke da für dieser Borota zum 13 zu 17. Ja, Adams scheitert an Kaminska. Es bleibt beim 13 zu 17. Jetzt müssen wir ein bisschen schauen, dass wir das Halbzeitergebnis möglichst knapp gestalten. Ja, dazu musst du zumindest mal hinten die Deckung. Sattelfest sein. Im Moment ist er zumindest. Guter Wurf. Ach, genau. Starker Wurf. Ja, Vanessa kriegt da zu Recht auch nochmal den Freiwurf. Torfrau von Göpping macht auch eine starke erste Hälfte bisher. Ja, wobei, am Keeper liegt es bei uns nicht, würde ich sagen. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, Lara. Es scheitert am Block. Vom Block ist der Ball dann sichere Beute für Kaminska. 13-18. Ja, richtig. Kann man pfeifen. Abwehr durch den Raum von Pia Adams. 7 Meter. Patora. Leonie Patora im Duell mit Natascha Krückemeyer. Patora bleibt Siegerin. 13 zu 19. 6 Tore. Ist schon ein ordentliches Brett, ne? Wäre vielleicht ganz gut, wenn man zur Halbzeit wirklich noch 1-2 aufholen könnte. Ja, ist richtig. 2-3 wollte ich sagen. Ja. Aber manchmal ist der Wunschvater das gedacht. Carina. Das ist aber auch teilweise. Kompakte Abwehr, sagen wir es so. Ja, ziemlich aggressiv unterwegs. Aber was soll Carina da? Ah, wunderbar. Ja. Und Vanessa trifft 14-19. Was wollte Carina da eben auch machen gegen 4? Nicht viel. Richtig. Ach, technischer Fehler. Langer Ball auf Pia. Ja, das ist richtig. Jule Polsch, Fuß oder ja, was? Fuß. Ja, Fuß. Letzte Minute läuft. Auszeit von Göpping. Geworfene Tore sind vollkommen okay in der ersten Halbzeit. Wir dürfen halt nicht 19 kriegen. Ja. Das ist halt zu viel. Aber Göpping hat es auch gut gelöst, fand ich. Auf jeden Fall. Göpping spielt eine super erste Halbzeit. Ja. Du hast ein bisschen Pech, Jule, gerade. Wärst du noch mal wieder auf 4 ran gewesen. Ja. Aber jetzt verteidigen und Tor machen, dann sind wir auch wieder auf 4 ran.
Ich wäre dafür. Auch wenn wir neutral sein sollten, glaube ich, die Göppinger Fans, die jetzt gerade zuhören, die sehen uns das nach. Ich hoffe es. Die arbeiten auch mit eigenen Kommentatoren und da gibt es halt dieses Herz, das kann man nicht so einfach zack. Das ist schwierig, ja. Genau. Ja, Göppingen spielt es einfach gut. Richtig gut, ja. Definitiv. Stefanie, alles erfolgreich zu 14 zu 20. So wie erwartet, auch von allen Positionen. Unfassbar viel Torgefahr. Ja. Eigentlich gut gedacht von Lara. Schön abgefangen, der lange Pass von Pia Adams. Oh. Ui. Ja, dann Lado. Schön auf die Knabberleiste gekriegt. Es gibt Rot. Wenn ich ehrlich bin, finde ich ein bisschen hart. Ich glaube auch nicht, dass es Absicht war, aber es sind halt die neuen Regeln. Ne? Ja. Also. Luisa Maria Wolf, die Nummer 4, kommt 2 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit den roten Karton. Zeit zu duschen, wie man so schön sagt. So, jetzt versucht Bia nochmal mit dem Kracher aus dem Rückraum. Ja, den Block Göppingen weg, es bleibt beim 14 zu 20. Die Hypothek heißt 1 Minute 59 in Unterzahl in Halbzeit 2. Danke, Hanna, für die erste Halbzeit. Du lässt dich jetzt ablösen. Genau, ich danke dir. Es kommt jetzt die nächste und. Ja, du, also wegen meiner, ne? Immer mal für Nachschub sorgen. So, wir machen auch eine kurze Pause, sind dann zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder für euch da. Im Spitzenspiel hier in der zweiten Handball-Bundesliga der Frauen steht es zwischen dem HSV Solingen-Greffrath und den Frischau-Frauen 14 zu 20. Bis nachher.
Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit. Mein Spitzenspiel hier in Solingen. In der Klingenhalle zwischen dem HSV Solingen-Greffrath und den Frischau Frauen. Es steht 14:20 und nachdem in der ersten Halbzeit Hanna Kamp, die Rechtsaußen des HSV, hier oben gesessen hat, sitzt jetzt hier Nele Wey. Moin, moin. Ja, hi. Ja, Nele, 6-Tore-Führung für Göppingen nach der ersten Halbzeit und das ist, glaube ich, auch nicht so ganz unverdient. Die haben schon ein sehr, sehr starkes Spiel hier abgeliefert. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Brett jetzt, die 6 Tore natürlich, aber nichts, was wir nicht auch schaffen könnten. Und ich glaube, wir freuen uns trotzdem auf eine gute zweite Halbzeit. Mal gucken, wie wir jetzt aus der Kabine wiederkommen. Ja, die Mädels sind auf jeden Fall motiviert. Aber ein paar technische Fehler, zu viel. Und vor dem Angriff, auch über die zweite Welle, war Göppingen schon sehr, sehr stark unterwegs und hat die meisten Chancen auch verwertet einfach. Ne? Ja, genau. Ich glaube, man sieht es ja auch, insgesamt 34 Tore schon gefallen. Ist auf jeden Fall ein sehr intensives Spiel von beiden Seiten. Und da hoffentlich sehen wir noch ein paar schöne Tore. Ja, Pia aussichtsreich unterwegs. Es scheitert an Olivia Kaminska, die auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat in Halbzeit 1. Allerdings war Tashi auch gut unterwegs. Auf jeden Fall. Ich glaube, Torhüter-Duell ist auf jeden Fall ausgeglichen. Na, jetzt im Kasten beim HSV Senna Gün. Ja, und auch das einfach stark gespielt. Malena Urbanska holt da den 7 Meter raus. Und da tritt an Leonie Pantora. Da war Senna dran oder war der drüber? Ich habe es gar nicht genau gesehen. Ich sag mal so, sie war bestimmt dran. Mit den Augen. Zur Richtig, Not. Mindestens. Ja. Also 15:20. Zeitstrafe gegen Karina Senel. Schön aufgepasst von Vanessa. Und die Kirsche da sozusagen vom Kreisläufer noch weggepflückt. Genau, da konnten wir jetzt endlich mal das Kreisläuferspiel verteidigen. Und jetzt auch bei uns am Kreis mit der 18 Lina Seifert aus der Jugend. Genau, eigentlich als B-Jugendliche noch unterwegs und hat, glaube ich, ihren zweiten Einsatz. Ne? Richtig, genau. Zeitspiel angezeigt. Benny Reinhardt scheitert an Kaminska. Es bleibt beim 15:20. Immer noch Überzahl für Göppingen. Wunderbar den Kreisläufer in Szene gesetzt. Schöner Treffer, muss man neidlos anerkennen. Toll gemacht, No-Look-Pass.
Genau, das war in der ersten Halbzeit auch schon so, dass wir da echt ein paar Tore auch über den Kreisläufer bekommen haben, immer wieder mit sehenswerten Anspielen und ja, das kann Göppingen tatsächlich sehr gut und da müssen wir ein bisschen mehr um den Kreisläufer drumherum arbeiten, damit das nicht noch so oft passiert. Wobei das sicherlich in Unterzahl gerade auch schwierig ist, da sind halt die Lücken größer. War schön durchgesetzt von Vanessa Brandt, 16 zu 21. Aber sie machen, auch wenn jetzt gerade abgepfiffen wird, sie machen halt unfassbar viel Druck, auch immer noch über die zweite Welle. Merit Müller, schöner Treffer, ja, 17 zu 21. Und so gut war der Winkel gar nicht, ne? Aber sauer eingelocht. Das stimmt, hätte auch noch einen Schritt zur Mitte machen können, aber drin ist drin, ne? Genau. Und da sind es auch nur noch 4 Tore, also... Der Storschieß hat immer recht. Stimmt, ja. Ja, schön, da war Senna noch dran. Also Möglichkeit hier auf 3 zu verkürzen. Und die Halle wird lauter. Wenn die Reinhardts. Eigentlich sollte man das ja nicht permanent tun, aber ich muss mal schöne Grüße nach Amstetten schicken, denn der weltbeste Hausmeister des TV Amstetten hört auch zu. Und dem wollte ich noch mal eben sagen, dass er eigentlich eine Nulpe ist. Ja, schade, hier eigentlich sehr guter Pass von Pia. Ja. Leider Pfosten und dann raus von Carina. Aber hinten wieder gut zugemacht. Auf jeden Fall guter Beginn vom HSV, der Göppingen 2 Tore schon abgeluchst hat. Ja, ich denke auch, wir haben vor allem die 2 Minuten von Carina sehr gut überstanden. Ja. Und jetzt ist die Abwehr auch wieder ein bisschen aggressiver, wie hier gerade Mandy. Und da können wir sogar den Ball auch wieder gewinnen. Also gute erste 6 Minuten vom HSV, der durchaus die Möglichkeit hat, hier auf 3 zu verkürzen und die Spannung hier in der Klingenhalle aufrechtzuerhalten. Vanessa Brandt, eigentlich keine so schlechte Position, kann man durchaus mal werfen. Auf jeden Fall, zieht er auch gut 2 Spielerinnen auf sich. Ja, hier stark verteidigt von Merit auf jeden Fall. Ja. Bisschen Glück gehabt, dass Piana nicht noch eingegriffen hat. Ja, und Leonie Patora mit einem schönen Treffer aus dem Rückraum, 17:22. Aber der HSV fightet und das ist sicherlich auch nicht einfach, denn die Wechselmöglichkeiten sind hier deutlich beschränkt gegenüber Göppingen, ne? Genau, auf jeden Fall. Göppingen hat da eine sehr breite Bank. Bei uns natürlich auch aufgefüllt mit Spielerinnen aus der Jugend. Oh, hier starker Durchbruch von Merit Müller. Ja, wieder klasse Spiel auch von ihr heute. Aber Göppingen ist einfach der Gegner, der liegt ihr sehr. Und auch hier mal wieder abgefangen. Gut verteidigt. Carina auf. Hier gibt es Freiwurf für den HSV.
Ja, aber auch hier wieder sehr gut um den Ball gekämpft. Carina hat die Kreisauerin diesmal gut zugemacht, den Ball abgefangen. Und so können wir wieder auf 3 verkürzen. Ja, und dass nichts unmöglich ist, das hat man im letzten Heimspiel gesehen. Vanessa scheitert da. Da lag man nämlich mit 11 zurück schon und ist nochmal mit 2 rangekommen. Hanna hat, glaube ich, sogar noch die Chance gehabt, hier auf 1 zu verkürzen. Genau, war eine richtig starke Halbzeit da letzte Saison zu Hause. Und ja, vielleicht kann man das natürlich mal nochmal wieder wiederholen, ne? Genau, das sind auch erst 4, da ist also noch gar nichts verloren und entschieden. Pia Adams trifft 19:22, da sind es statt 6 wie zur Halbzeit nur noch 3. Genau, wahrscheinlich wird es die Torhüterin ein bisschen ärgern, der Ball war schwierig aufgesetzt für den Torhüter. Aber umso besser natürlich für uns, dass wir hier jetzt zum 19:22 aufschließen konnten und ja. Ja, das war eine ordentliche Fackel von Paulina Ucinovic, aber da war die Latte im Weg. Im Grunde Ballbesitz für den HSV. Ja, Freiwurf für den HSV nochmal. Boah, schönes Anspiel von Vanessa. Sissy Benz trifft nur den Pfosten. Ja, leider sehr gut eingelaufen, aber leider war dann der Pfosten im Weg. Aber ja, trotzdem der Einläufer natürlich zum richtigen Zeitpunkt. Alles richtig gemacht, bis zum Torhof sozusagen. Sanna Göden hält. Nächste Chance hier. Mehr Köller. Da sind wir tatsächlich auch wieder auf 2 ran. Ne? Ja. Also. Und auch direkt da die Auszeit von Göpping. Ja, ich denke, da sieht man, dass wir sehr gut aus der Kabine gekommen sind. Und so kann es natürlich weitergehen. Ja, Deckung bislang in der zweiten Halbzeit wirklich sehr, sehr stark, finde ich. Ja, und auch wir schaffen es jetzt endlich, mal ein paar Gegenschlusstore zu erzielen. Ja, das ist eigentlich unsere große Stärke ja sonst eigentlich ist, ne? Dieses schnelle Spiel. Das haben wir in der ersten Halbzeit ja fast gar nicht zeigen können. Und jetzt Merit Müller natürlich mit 2 sehr guten Tempo-Gegenstößen beide verwandelt. Und das bringt natürlich auch einfache Tore, ne? Ja, und Göpping nach 11 Minuten und 14 Sekunden mit gerade mal 2 Toren. Auch das spricht sicherlich für eine wirklich gute Abwehrarbeit beim HSV. Stürmerfoul oder was hat er gepfiffen? Ja, ich denke, sie haben vielleicht auch Schritte gepfiffen, weil sie bei ihrem Überzieher ja schon. Nee. Aber ich konnte es leider auch nicht genau sehen. Ja, Fakt auf jeden Fall. Ballbesitz für den HSV. Möglichkeit hier zum Anschlusstreffer in Heimischer Klinkenhalle.
Auch da, alles wunderbar gespielt. Und Merit Müller, die bislang überhaupt nichts hat anbrennen lassen, alles sicher weggemacht hat. Der sei da mal an dieser Stelle verziehen, dass sie den nicht reingemacht hat. Ja, man muss gerade so ein bisschen sagen, die Torhüterin Olive. Da muss der Abpraller eigentlich uns gehört. Ja, das stimmt. Aber ja, manchmal kriegt man dann doch nicht jeden Abpraller. Genau. Ja, stark gemacht hier von Vanessa Brandt. Geht nochmal die Stufe, geht nochmal die nächste Lücke und kann den Ball dann auch mal hinter die Torhüterin bringen. Und ja, sehr wichtiges Tor für uns. Im Gegenzug natürlich wieder Göpping mit Pascal Wieder. Wieder, ja. Genau, und jetzt auch der Wechsel auf der Linksaußenbahn. Lara Karatanassis ist für Sissy Pence gekommen. Vanessa Brandt übernimmt da Verantwortung, 22-24. Der HSV bleibt dran. Ja, sehr klug gemacht von Carina, dass sie die Angreiferin nicht noch zugemacht hat, sondern den Freiwurf für uns provoziert hat. Und so können wir tatsächlich, haben wir die Chance, wieder mit einem ranzukommen. Mal sehen, ob es uns gelingt. Dann wäre auch nochmal ordentlich Rabatze in der Halle. Wobei die Stimmung eigentlich durchaus gut ist. Göppingen hat auch ein paar Fans mitgebracht, die hier mit Trommeln ihre Mannschaft unterstützen. Aber die HSV-Fans sind auch nicht untätig und aus dem Grunde würde ich sagen, ist die Stimmung wirklich gut hier. Genau, auf jeden Fall. Also ist auch vom Gefühl her ganz gut gefüllt, die Halle. Macht natürlich immer mehr Spaß, in so einer Stimmung zu spielen. Und von daher wollen wir den Fans natürlich auch was bieten und hoffen, das Spiel natürlich jetzt noch enger gestalten zu können. Also die letzten 15 Minuten sind angebrochen. Der HSV kann hier den Anschlusstreffer erzielen. Vanessa Brandt zum 23-24 Anschlusstreffer. 5 Tore hat der HSV jetzt frisch auf Göppingen schon abgenommen in Halbzeit 2. Also sackstarke Partie, vor allem wenn man bedenkt, wie wenig Wechselmöglichkeiten man hat. Genau, auf jeden Fall. Also die Mädels sind natürlich alle super fit. Die schafft es auch 60 Minuten. Senna Gün und ja, der Abpraller landet zwar bei der Nummer 18 Basara Indor, aber die steht im Kreis. Möglichkeit zum Ausgleich. Freiwurf für den HSV. Und hier ist ordentlich Rabatz in der Halle. Das ist natürlich auch psychologisch ziemlich gut, wenn man in der zweiten Halbzeit, trotzdem man wenig Wechselmöglichkeiten hat, pusht das sicherlich, wenn man dem Gegner nochmal 5 Tore abnimmt. Ne? Klar, auf jeden Fall. Generell kommt natürlich jetzt Göpping auch ins Grübeln. Und das kann uns nur zugute stehen, dass wir jetzt hier vielleicht sogar den Ausgleich schaffen können. Pia Adams auf Carina Sanel und da ist der Ausgleich. 24-24. Und die Halle steht Kopf hier in Solingen. Ja, ganz stark von Carina, die sich da leider ein bisschen verletzt hat, so wie das gerade aussieht. An der Wade symbolisiert sie. Mal sehen, ob das für sie weitergeht. Hoffentlich. Ah, hier leider der Einläufer. Ja. Zu frei. Treffer für Göpping. Erneut. Ja, bei Carina geht es leider nicht weiter.
Die hat zu große Schmerzen an der Wade. Und man muss auch dazu sagen, wenn Carina sich selbst auswechselt, dann muss das leider schon wirklich was heißen. Und ja, deswegen geht es. Hat man bei deinem ersten Satz schon gemerkt, eben, als du gesagt hast, ob es für sie weitergeht. Auf jeden Fall. Ja. Also da muss man schon sagen, Carina ist eine Kämpferin. Und hier wieder Vanessa Brandt, natürlich Vanessa sehr Brandt stark. Aus dem Rückraum, macht heute ein super Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit. Vanessa Brandt, die hier Verantwortung übernimmt, zum Ausgleich trifft. Und der HSV liefert sozusagen in Notbesetzung den Frischauffrauen einen großartigen Kampf hier in der Klinkenhalle. Auf jeden Fall jetzt wieder die junge Lina Seifert mit dabei, auch im Innenblock. Ja, da hilft Pia gut. Gibt auch nur den Freiwurf, also gut verteidigt. Rechts gegen den Kasten von Senna Gönd, respektive vom HSV. Ballbesitz, Möglichkeit zur Führung für den HSV. Solingen-Greffrath, 48 Minuten und 35 Sekunden gespielt. Nele, kann man sich gut angucken. Ja, sehr gut, sehr gut zurückgekämpft. Du kämpfst auch ein bisschen. Ja, ist natürlich sehr schön zu sehen, dass die Mädels gerade eine gute Phase haben. Ja, Vanessa Brandt im Pfosten raus. Das hätte sie sein können, die Führung. Ja, aber im Gegenzug. Der Pass zu lang. Ballbesitz erneut für den HSV. Göpping scheint wirklich ein bisschen nervös zu sein. Genau, also sie zeigen auf jeden Fall Nerven. Haben aber auch in der ersten Halbzeit schon ein paar Tempo-Gegenstoßpässe zu lang gestaltet. Und ja, übrigens auch Carina Senel jetzt, sie beißt sich durch, wie ich gesagt habe, ja, eine Kämpferin von dem Herrn. Und ich hoffe, das hilft, das hält alles. Und Pia hier, eigentlich eine starke Aktion, holt den 7 Meter raus. 7 Meter für den HSV. Möglichkeit hier in Führung zu gehen in der 50. Minute. Die Crunch-Time bricht an hier in Solingen in der Klingenhalle. Und der HSV, der zur Halbzeit noch mit 14 zu 20 mit 6 Toren zurücklag, mit der Möglichkeit hier durch Vanessa Brandt in Führung zu gehen. Und er geht in Führung 26 zu 25. Ja, und den macht sie ganz lässig. Starker 7 Meter. Ja. Und da ist auch tatsächlich wieder die Auszeit jetzt von Göpping. Ja, also einfach stark bis jetzt. Ja, 12 zu 5 in der zweiten Halbzeit. Das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und, kann man sich gönnen. Ja, richtig, ne? Richtig. Ja, ja, stark. Ja, absolut. Also ein Riesenfight von dem kleinen Haufen. Man kann es jetzt in der Kameraperspektive nicht sehen. Aber wenn man mal links und rechts guckt, ist der Haufen schon unterschiedlich groß, würde ich mal sagen. Ne? Das stimmt, aber manchmal schweißt sowas auch eine Mannschaft nur noch mehr zusammen. Das muss man schon auch sagen. Jeder kämpft bei uns wirklich für jeden. Jeder geht ans Maximum. Kann ich nur noch mal sagen, Carina, ja, die mit sichtbaren Schmerzen sich jetzt hier trotzdem die letzten 10 Minuten durchkämpft, das ist schon aller Ehren wert. Und ja, so ist jeder von uns und das macht uns halt auch so stark. Es sind noch genau 10 Minuten und eine Sekunde zu spielen hier in der Klingenhalle. Und der HSV Solingen-Greffrath, aktuell Tabellensechster mit 10 zu 4 Punkten. Mit etlichen Verletzungen frische Auffrauen die ersten Minuspunkte beibringen. Vanessa Brandt. Zeitspiel angezeigt. Zwei Pässe, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, von hier oben. Ja, zwei Pässe noch. Ja, das ist schon ordentlich Druck auf dem Kessel, wenn die Schiedsrichter heute Zeitspiele pfeifen, anders als noch in der letzten Saison. Da ist ruckzuck Initiative gefragt. Da muss ganz schnell der Abschluss kommen. Vanessa scheitern am Block und die wieder zu weit. Mit einem jetzt Pass, können wir die Überzahl ausnutzen. Mandy Reinhardt mit der neunten Führung.
für den ASV 27 zu 26. 8,5 Minuten noch zu spielen und im Gegenzug ist es erneut Lisa Boruta, die sich da wirklich exzellent durchsetzt. 27 zu 27 und das Spiel ist lange eins auf Augenhöhe. Ja, genau, insgesamt sehr schnelles Spiel, immer im Gegenzug, also kaum Zeit zum Atmen hier. Auch für uns nicht. Richtig. Ja. Brandt, Reinhardt verliert da den Ball, technischer Fehler, ASV. Möglichkeit für Köpping in Führung zu gehen. Ja, da prellt sie sich ihn leider auf den Fuß. Aber egal, jetzt wieder zurückholen. Ah, schönes Anspiel an den Kreis und auch schön verwandelt von der Nummer 20 von Luisa de Bellis, die gerade auch in der ersten Halbzeit wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat am Kreis. Und jetzt gibt es das Team-Timeout von Kike Reckentäler. Nachdem Göpping hier wieder in Führung gegangen ist. Genau, ist jetzt wichtig, vielleicht auch, um mal alle zu beruhigen, nochmal was anzusagen, auf Kleinigkeiten hinzuweisen und dann ja jetzt vielleicht wieder den Ausgleich direkt zu schaffen. Ne? Wäre natürlich wichtig, da jetzt auch direkt dran zu bleiben, jetzt Göpping nicht mit 2-3 Toren wieder wegziehen lassen, weil das kostet natürlich immer nochmal mehr Kraft, sowas aufzuholen. Aber ja, ansonsten sieht es ja ganz gut aus und ich denke, da hat Kerstin Reckentäler jetzt auch die richtigen Worte gefunden für die Mannschaft. Hausmeister, so sind sie. Ah, okay. Also, einen neuen Fan haben wir gewonnen aus dem Sandmehle. Ne? Sehr gut. Ja. Was so ein Spiel alles möglich macht. Aber es bleibt spannend. 7 Minuten 25 noch. Ja, es war immer eine Möglichkeit zum Ausgleich. Ja, und Göpping aggressiv unterwegs, pushen sich hier. Genau, ist mir bei der 20 de Bellis aber schon aufgefallen in der ersten Halbzeit, die ist sehr emotional, pusht da jede Aktion, die Göpping stoppt jetzt im Angriff, ja, wird da gefeiert, alle heben die Arme hoch und ja, das macht natürlich auch was mit uns. Ne? Also natürlich, und aus dem Grunde ist, glaube ich, gerade jetzt ein Treffer extrem wichtig, aber Pia Adams aussichtsreich verschießt sie gegen Anne Bocker, die jetzt in den Kasten gewechselt ist. Bei den Frischauffrauen, die haben die Möglichkeit, hier mit 2 Toren in Führung zu gehen. Aber immer noch bleibt festzuhalten, der ASV liefert hier einen großartigen Kampf. Ja, und Senna Gulden hält. Sehr Möglichkeit gut. Zum Ausgleich. Benny Reinhardt, Lara Karatanassis, Vanessa Brandt, Pia Adams, Merit Müller, Carina Sinell, die immer noch nicht so richtig gerade auslaufen kann. Aber wie du eben schon gesagt hast, die sich absolut in den Dienst der Mannschaft stellt. Ja, das sehen wir auch schon, das ganze Spiel. Die Schiris pfeifen sehr auf den Freiwurf zurück. Da war Carina wahrscheinlich nicht außerhalb des 9 Meters, aber sei es drum. Ja, Mandy Reinhardt auch das ganze Spiel über sehr, sehr kämpferisch. Geht da wirklich in jede Lücke, geht dahin, wo es weh tut. Und genau das brauchen wir jetzt auch die letzten, ja, knapp 7 Minuten. Nee, Quatsch, 5. 2 Minuten Zeitstrafe gegen die Nummer 78, gegen Paulina Usinowitz.
So müsste es eigentlich ausgesprochen werden. Na, wenn du das sagst. Hoffen wir mal. Hoffen wir, ja. Ja, aber so wie es aussieht, gab es auch eine 2-Minuten-Strafe für uns, ja, gegen Pia Adams. Gegen Pia Adams. Hat wohl, ja, war wohl auf beidseitig, dass beide sich ein bisschen angekeift haben, deswegen auch jetzt die 2 Minuten für uns. Zickalarm. Ein bisschen, ja, muss auch manchmal sein. Ja, ja. Aber das gibt natürlich jetzt viel Platz zum 1 gegen 1. Ja, und da ist auch die Lücke schon da. Und Vanessa Brandt. Geht im erneuten Ausgleich 28 zu 28. Der HSV lässt nicht locker. Und Lara reißt halt die Arme hoch. Ja, das ist wichtig. Wir müssen jetzt auch wirklich auf dem Feld oder auf der Bank wirklich auch da sein, uns gegenseitig unterstützen. Alle Emotionen zeigen, die irgendwie möglich sind. Ja, das spielen sie tatsächlich spielen ganz gut. Spielen sie gut. Treffer für Göpping, Führung 28 zu 29. Genau, im 5 gegen 5 sind natürlich auch die Räume, die wir verteidigen müssen, größer. Das ist natürlich auch schwieriger. Etwas mehr als 4 Minuten noch. Lara Karatanassis. Ich wollte gerade fast sagen, technischer Fehler mit Ansage, aber... Ja, natürlich ärgerlich jetzt in der Phase, vor allem des Spiels. Ja, aber können wir nicht mehr rückgängig machen. Das heißt jetzt Ball zurückerobern. Ah. Scheint es ein bisschen nass gewesen zu sein. Also es bleibt beim Ballbesitz für Göpping. Freiwurf nochmal. Aber Deckung steht gerade gut. 2 Sekunden noch. Dann füllen beide Mannschaften auf. Und Pia natürlich schon wichtig für den HSV. Mit ihrer Erfahrung. Ja, Göpping versucht es gerade mit der Brechstange. Genau, da symbolisiert Mandy Reinhardt auch ein bisschen, dass die 20, die Belles, auch ein bisschen am Trikot gehalten hat, aber diese kleinen Tricks, stark verteidigt von Carina da. Ja, und richtig. Eieieiei, da ist der Ball weg. Das ist natürlich sehr ärgerlich, 200 Minuten vor dem Ende. Aussicht, eigentlich gut gespielt alles. Genau, auf jeden Fall, war eine sehr gute Idee von Vanessa auch. Wäre der Ball angekommen, dann wäre Mandy auch komplett frei vom Tor gewesen. Hat nicht sollen sein. Göpping im Angriff. Und dann auch noch unglücklich abgefällt. Jenna Göben kann nichts ausrichten gegen diesen Schuss. Da war sie in der falschen Ecke unterwegs. Und jetzt muss der HSV ein schnelles Tor erzielen.
Und tut das auch durch Vanessa Brandt. Anschlusstreffer 29:30. Anderthalb Minuten noch. Ja, in der zweiten Halbzeit Vanessa sehr auffällig, sehr viele gute Aktionen. Auch jetzt hier wieder kurz vor Schluss der wichtige Treffer von ihr. Ja, schön gespielt. Das muss man alles anerkennen. Und Luisa de Belles mit dem 29:31. Pia Adams im Gegenzug 30:31. Immer noch ist hier mindestens ein Punkt drin. Genau, jetzt geht es natürlich alles verteidigen, was kommt. Wir können jetzt keinen Gegentreffer mehr von Göpping uns erlauben. Ja, da wäre der Deckel drauf wahrscheinlich. Ja, ich sag mal so, im Handball ist alles möglich, aber es wäre natürlich schöner, wenn wir den jetzt uns erkämpfen können. Ja, das sah sehr spektakulär aus da. Ja. Ja, Pia mit allem, was sie hat. Geht sie dazwischen, bekommt die 2 Minuten Zeitstrafe. Ja, also man muss sagen, sie... Kann man aber auch geben. Ja, das sie symbolisiert jetzt natürlich, dass es wahrscheinlich aber, nicht so hart war. Aber trotzdem alles richtig gemacht in der Situation. Auf jeden Fall. Ja. Und es sah tatsächlich wahrscheinlich auch ein bisschen spektakulärer aus, als es dann im Endeffekt war. Ja, aber klug die 2 Minuten rausgeholt von Göpping, muss man leider sagen. Und jetzt natürlich umso mehr die Chance. Noch 26 Sekunden. Aber ich denke mal nicht, dass sie es schaffen, runterzuspielen. Wahrscheinlich nicht. Ich denke, der Zeitarm wird jeden Augenblick hochgehen. Ja, Senna hält. Vanessa Brandt. Mandy Reinhardt. Ja, es gibt nur noch den direkten Freiwurf, glaube ich. Oder? Nee, es ist noch ein Timeout genommen. Ich glaube, es gibt noch ein paar Sekunden. Ich glaube, doch nicht. 2 Sekunden. 2 Sekunden, okay. Also, das reicht für einen Pass, einen Schuss. Jetzt bin ich mal gespannt, was Keke Reckenthaler sich einfallen lässt. So, also leichte Zeitprobleme, aus dem Grunde stellen wir um auf 29 Minuten 58, aber es sind natürlich 59 Minuten 58 gespielt. Also 2 Sekunden noch. Team-Timeout genommen von Keke Reckenthaler. Letzte Aktion vom HSV. Reicht zum Ausgleich oder nimmt Göpping hier beide Punkte mit? Aber egal, wie dieses Spiel aussieht, der HSV hat hier einen großartigen Kampf geliefert. Da muss man so festhalten, Nele, oder? Ja, das stimmt. Schauen uns jetzt erstmal hier ganz kurz noch den Wurf von Vanessa an. Ja, ich weiß, ich kann dir die Nervosität nicht wegnehmen. Das stimmt. Kann ich mir ja nicht mal selber sozusagen. Vanessa Brandt wird hier die Verantwortung übernehmen. Die Hallenuhr steht tatsächlich auch gerade noch auf 0-0. Also da muss jetzt wahrscheinlich auch nochmal dran gedreht werden. Ausgleich für den HSV und was für ein Jubel in der Klingenhalle, was für ein Schuss von Vanessa Brandt hier in allerletzter Sekunde und die haltet mich gerne für parteiisch, aber dieser Punkt ist sowas von verdient, weil man einfach, wenn man die Vorzeichen beachtet, ja, einfach gar nicht so viele Hüte ziehen kann, wie der HSV hier heute aufgetreten ist, gerade in der zweiten Halbzeit. Körper, und es ist einfach ja toll, jetzt auch zu sehen, wie die Mädels sich freuen, wie alle ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Und das ist einfach, ja, toll. Ja, Chapeau, Kappa ab, aber das gilt natürlich auch für Göpping, die hier wirklich
zumindest in den ersten 30 Minuten wirklich ein überragendes Spiel abgeliefert haben. Und da konnte man durchaus sehen, dass sie zu Recht da oben mit 12:0 Punkten stehen. Ich würde sagen, wir beenden es und genießen beide unsere Entenpelle. Ja? Und ich glaube, gleich gibt es noch ein Siegerbier, oder? Naja, Bier für mich tatsächlich nicht. Für die Mädels wird es bestimmt einen Radler geben. Da wird die Trainerin heute, denke ich mal, auch mal drüber wegsehen. Und ansonsten, ja, wird bestimmt gleich beim Mannschaftsessen ein bisschen gefeiert. Und ich denke, ja, es ist einfach toll, jetzt den Abend hier so beendet zu haben. Und ja, vielen Dank auch an alle Fans, die hier in der Halle waren. Es war unglaubliche Stimmung mal wieder. Und ja, es ist einfach gut, dass wir auch zeigen konnten, dass wir gegen Göppingen ja trotzdem diesen einen Punkt holen können. Ja, also einfach Weltklasse. Schönes Schlusswort, Nele. Danke, dass du hier warst. In der zweiten Halbzeit hat riesig Spaß gemacht. Mit dir, mit Hanna und natürlich auch auf dem Acker. Das dürfen wir nicht vergessen. Wunderbares Spiel. Ich verabschiede mich zum Siegerbild. Ja. Mach's gut. Genau. Viel Spaß, Nele. Danke. Und euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Wir gehen feiern. Bis dahin. Ciao, ciao.